Die nächste Espressomühle steht auf unserem Tisch und es ist die Rocket Fausto 2.1. Und wir sind in der höchsten Preisklasse angekommen, jetzt hier mit um die 1000 Euro und sogar zum Teil ein bisschen mehr. Und wir schauen diese Mühle an, ob sie bei euch zu Hause passt, ob sie vielleicht auch in ein kleines Café passt oder in einen Veloladen. Wir werden es sehen und jetzt geht's los. Apropos Veloladen, die sponsern ja auch alle möglichen. Rocket sponsert doch, wo sind sie überall mit drin? Alles, was mit zwei Rädern unterwegs ist und nicht motorisiert. Sind sie mit dabei? Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum diese Mühle so viel kostet? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das finden wir jetzt heute raus. In jedem Fall sind wir in einer sehr hohen Preisklasse. Jetzt sind wir schon wirklich bei 1000 Euro um den Dreh. Es gibt sie teilweise schon so für 800, 850 Euro. In der Schweiz sind wir über 1000 Franken, auf jeden Fall. Also das... Es ist schon eine Hausnummer. Definitiv. Eine richtige Hausnummer. Und ich habe ja eine der großen Fragen, schmeckt man das? Schmeckt man das im Verhältnis? Wird der Espresso 400 Euro besser? Und was sind eigentlich die Dinge, die die Mühle auszeichnen? Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, diese Mühle aufgrund des Preises ist jetzt nicht automatisch in allen Kategorien gut. Jetzt gerade auch im Vergleich zu allen Mühlen, die jetzt eben günstiger waren, und das sind mittlerweile schon 19 Mühlen, glaube ich, die wir angeschaut haben, da performen viele in vielen Bereichen doch mindestens gleichwertig oder sogar besser. Es gibt einige Bereiche, die sich für mich so herauskristallisieren als Stärken von Mühlen jetzt in diesem höheren Preisbereich. Vielleicht können wir das gleich auch so ein bisschen mal zusammenfassen, Michel. Doch bevor wir in die Tests hineingehen, wie immer, mal die Rahmendaten zur Rocket Fausto 2.1. Wir sind bei einem Gewicht von 9,6 Kilo, also das Ding wiegt auch ein bisschen was. Wir haben eine Höhe von 45 cm, eine Breite von 36 cm und eine Tiefe hier gemessen, nicht hier unten bei der Platte, von rund 30 cm. Und wir haben einen Bodenbehälter, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 580 Gramm, also relativ viel. Wir haben zwischen Bodenbehälter und Schieber haben wir 24,6 Gramm, die da so zurückbleiben, wenn man den Bodenbehälter wechselt. Also ja, und es ist ein großer Bodenbehälter. Es ist insgesamt, kann man schon sagen, ein Kavenzmann. Ja, es ist ein kleiner, fetter Kerl, diese Mühle. Und die... Ich habe schon gedacht, du redest von mir. Nein, Michel. Ich rede von der Mühle und ich finde sie auch, wenn man sie jetzt so sieht, neben der Decent, sehen viele Mühlen komisch aus. Das liegt aber oft auch an der Decent, weil die komisch aussieht. Aber die sieht schon sehr, ja, kräftig, ja, ausgeprägt aus. Neben auch so Zweikreiser-Espresso-Maschinen, weiß ich nicht, neben einer ECM oder einer Rocket-Appartamento, ist es keine kleine elegante Mühle, würde ich sagen. Nein, also das ist wirklich so der klare Vergleich auch zu der Faustino. Das ist so schnuggelig klein geschaffen und hier ist wirklich sehr, sehr, fast schon monströs. Hat auch größere Mahlscheiben, sind 65er Mahlscheiben, ist durch das natürlich auch viel schneller als die Faustino. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Performance. Ne? Ja. Wenn wir so auf die Performance schauen, müssen wir sagen, das ist eigentlich performancemäßig jetzt nicht unbedingt die klassische Heimmühle. Nein, also auch diese letzte Kategorie, das müssen wir vielleicht noch so in den Rahmen reinbewegen. Die sind ja preislich zwischen der und einer die Barazza Forte ist ja noch im Test, aber auch die GBW von Mahlkönig. Und das ist irgendwo eine Verdopplung des Preises. Also es ist einfach so die letzte teure Kategorie, die wir noch reingenommen haben. Und da, ich habe einfach ein paar Sachen, wo ich sage, ja, ich hätte mir das anders gewünscht. Also wenn ich mir vorstelle, die Mühle ist ja relativ neu. Ich meine im Kopf zu haben, als wir den Test gestartet haben, ist die neu rausgekommen. Das war irgendwo in dieser Version, das war letztes Jahr im Spätsommer, um das rum. Und ja, ich finde ein bisschen schwierig, dass man hier oben eine riesige Fläche hat und dieses Display einfach so in die Mitte gesetzt ist. Ja, ich hätte es mir jetzt anders gewünscht, dass man das ein bisschen schöner darstellen kann. Also du bist bei der Ästhetik, du bist auch bei der Steuerung, vielleicht sonst die Steuerung. Wie ist denn die Steuerung, Michel? Das ist super simpel. Also ich meine, da muss man wirklich sagen, das war bei der vorherigen Version, hatte man hier zwei Knöpfe und dann auch ein Plus und Minus. Da musste man auch draufdrücken, dass die Malung startet. Das hat man auch hier, also einmal aussuchen, dann könnte ich jetzt nochmal drücken und dann fängt es an zu malen. Ich habe drei Programmierungen. Ich frage mich zwischendurch wirklich, für was dann die dritte ist. Was man da noch... Aber das hat man bei verschiedenen Todraum, der Todraumlehrer. Vielleicht. Vielleicht. Und dann hat man dieses Menü und... Also, ihr sucht eine und zweier Portionen aus, könnt aber auch auf dem manuellen
Da könnt ihr einfach mahlen und wieder stoppen. Ihr könnt Einer- und Zweier-Portionen aussuchen. Ihr könnt die mahlen und auch wieder unterbrechen und dann aber auch die Dosierung weiter mahlen. Und dann habt ihr hier die Menüeinstellung und da könnt ihr, habt ihr einen Zähler drin, ihr habt die Firmware, Factory Reset, dann habt ihr die verschiedenen Farben, die ihr aussuchen könnt und die Helligkeit und könnt da auch wieder auf Ausgang. Ja, ich nerv mich einfach, wenn das nicht immer direkt reagiert. Also eben, ich habe jetzt rausgefunden, man muss da so ein bisschen drüber streichen, dann geht das relativ gut. Man kann die Farbe tauschen, man kann das jetzt so... so die Helligkeit, den Kontrast kann man umstellen. Und ich habe dann versucht, mit so rüberstreichen, das geht relativ gut, aber wenn ich jetzt hier auf den Pfeil drücke, ja, teilweise will, jetzt will er nicht. Weißt du, was interessant ist? Diese Art von Touch-Display funktioniert aus meiner Sicht im Zeitalter von Smartphones nicht mehr. Weil wir jetzt andere haptische Reaktionen oder Reaktionen eigentlich von diesen Displays gewöhnt sind. Das ist so ein bisschen eine Sensibilität von einem Touch-Display, die wir ja vor 6, 7 Jahren irgendwie modern fanden und dann haben wir uns darüber gefreut und jetzt haben wir diese superschnellen Smartphones, die einfach so schnell reagieren und dann bist du da so am Hinterher. Aber nochmal Performance, Michel, das ist ja jetzt schon auf der Bedienbarkeitsebene. Sie ist schnell. Ja. Und die Temperatur bleibt tief. Ja. Also sie liefert dir einfach Kaffee, oder? Ja, absolut. Sie hat auch von der Konstanz her, hat sie wirklich zum Bereich von etwa plus minus gesamtheitlich gerechnet von 0,4. Mhm. Das ist gut. Abweichungen zwischen den Bezügen. Genau. Ich habe versucht auf 18 Gramm und dann war lustig, dass ich eigentlich sehr, es war so repetitiv, es war 17,7, 18,1, 17,7, 18,1, es kam irgendwie so 2-3 Mal vor, also sie hat wirklich so einen Sprung immer wieder gemacht, hat sich dann aber wieder angepeltet, war dann mal bei 17,9, 18,0 und so, also das ist solide. Da springt sie schon mehr als andere Mühlen auch, tatsächlich auch wiederum deutlich mehr als viele günstigere Mühlen, ist interessant. Wobei sie ist immer noch, also der maximale Sprung zu deiner Zielgröße war 18 Gramm, das maximale war 18,3 und 17,7, nicht? Nein. Aber sie ist schneller. Das ist echt so, also ich bin der Überzeugung, das ist so aus den letzten Erfahrungen, jetzt auch durch die Tests, wenn sie halt schneller ist, ist halt auch eine Sekunde oder eine Zehntelsekunde auch gerade wieder viel mehr Kaffee und da muss sie wirklich präzise stoppen, dass das wirklich dann funktioniert. Guter Punkt. Also hier ist die Geschwindigkeit dann tatsächlich vielleicht sogar ein Hindernis, um super konstant zu sein. Während, klar, wenn so eine andere Mühle, weiß ich nicht, in einer Sekunde 3 Gramm, 4 Gramm weniger mahlt, dann ist da die Zeitsteuerung nicht so wesentlich. Ja. Das stimmt natürlich. Schnell, habe ich schon gesagt. Wie schnell denn genau? Sie hat 30,5 Gramm in den 10 Sekunden. Ja, das ist natürlich... Eben, und da sind wir halt einfach schon ganz klar eigentlich nicht mehr im Heimbereich. Mhm. Also wenn ich Mahlzeiten habe von um die 5, 6, 7 Sekunden, dann... Für 18 Gramm Kaffee. Für 18 Gramm Kaffee, dann... wäre das absolut schon denkbar für Kleingastronomie. Und auch wenn du jetzt die Temperaturentwicklung dann anschaust, die wir da haben, also wie sich das Mahlgut aufwärmt, das haben wir ja gerade erst in einem der letzteren Tests auch zum Beispiel bei der Schweizer Mühle angeschaut, die dann super warm wurde, wenn wir hintereinander weggemahlen haben. Und hier sind wir fast 10 Grad kühler. Also wir bleiben im Durchschnitt bei 31 Grad, das ist nix, ne? Ja. Über 10 Bezüge oder über 6 Bezüge in einem Abstand von 30 Sekunden, die steigt einfach nicht. Fertig. Wir können ja noch einen Schritt mehr in die Tiefe gehen, weil Totraum haben wir gar noch nicht angesprochen. Genau, jetzt kommst du zur Anti-Performance. Ja, und da, ich frage mich da wirklich, wenn man das vergleicht mit einer Faustino, selbst die alte Version hat ja schon viel weniger. Und wir sind hier bei 10 Gramm. Ja, das ist viel. Das ist mega krass. Und da sind wir wieder halt in der Schwierigkeit, wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr einen Kaffee brühen möchtet, frühs, und ihr benutzt sie als normale Mühle, zur Single-Dose-Performance kommen wir gerade noch, dann habt ihr 10 Gramm in eurem Totraum drin. Das ist Wahnsinn. Und den habt ihr da eben drin, also
altes Mahlgut seit der letzten Mahlung. Das kann vor 20 Minuten sein, deswegen unter Performance keine Problematik. Aber das kann eben auch der Vortag sein oder eben wann auch immer ihr den letzten Espresso gebrüht habt. Und das hat natürlich einen wahnsinnig großen Impact auf den effektiven Geschmack danach im Espresso, wenn da noch 10 Gramm von letzter Woche vor drin rumliegen. Und ne, könnt ihr euch denken, das ist natürlich nicht fein. Und das ist schon auffällig, aber ich habe das Gefühl, die Bauweise hier, dieses ganze Trichterding, das ist auch irgendwie aus einer anderen Zeit. Ja, schon nur die Vorstellung. Also wenn wir uns vorstellen, hier geht es ja in die Mahlscheiben rein. Das geht direkt hier rein. Und dann hat man ja hier diese 65er Mahlscheiben drin. Und dann sehe ich aber hier, bis dieser Becher kommt, ist dieser riesige Abstand. Da ist der Abstand, dann hat es hier die Möglichkeit oder Gefahr, dass es noch irgendwo an der Kante hängen bleibt. Habe ich schon ein paar Mal reingeguckt, das ist echt gut. Okay. Da bleibt eigentlich ganz, also so ein feiner Staub, das bleibt drin. Aber wenn ich das runterpinseln würde, wäre ich bestimmt weit unter einem Gramm. Weit, weit, weit. Das ist wirklich nur so ein bisschen Kaffeestaub. Kann man zwischendurch mal wegnehmen und putzen. Aber das ist fast nichts. Ich habe eher den Bereich. Der ist wirklich krass. Diesen Kanal, den das Kaffeepulver überwinden muss, um dann am Ende in den Runterfallbereich hinein zu gelangen. Ja. Und das ist auch wieder das Hindernis, dass wir halt nicht single-dose fähig ist. Wir haben rund 2 Gramm, die einfach drin bleiben. Das ist wirklich dieser Abstand. Also der füllt, der ersetzt sich zwar immer wieder, aber da drin bleibt wirklich sehr viel Kaffee. Der Bereich rundherum, der leert sich wie bei fast allen Mühlen relativ gut. Und dann bleibt es aber in dem Kanal hängen und das ersetzt sich dann immer wieder. Darum ist es auch keine Option zu Hause zu sagen, hey, ich habe 10 Gramm Totrahm, ich mache es mit Single Dose. Leider nein. Ich finde eigentlich super auffällig, wie robust die ist. Auch hier diese Metallaufhängung. Also wenn man mich nach einer Mühle fragen würde, die für eine lange Zeit gemacht ist, würde ich so gefühlsmäßig sagen, Rokot Fausto 2.1 ist da dabei. Und trotzdem gibt es auch so Auffälligkeiten, wo das dann wieder das ein bisschen auch eben nicht aufgeht. Unter anderem hast du gesagt, sie tanzt. Also ich kann das nochmal in Verbindung bringen zum Vorgängermodell. Vorgängermodell hat... wie nennt sich das? Pirouetten beim Skilaufen? Nee. Beim Eislaufen. Beim Eislaufen. Ja. Da war ich echt. Und dann kam die und da habe ich gedacht, oh, boah, jetzt haben die das sicher geändert, andere Füße oder irgendwas. Und es ist nicht mehr so krass. Das muss man wirklich sagen. Wenn ihr noch die alte Faust habt. Was denn eigentlich? Wenn man malt, ist dieser Motor so stark, dass die Mühle rückt. Die bewegt sich. Also wenn ich jetzt hier den Deckel, ich mach jetzt mal kurz Sauerei, ich weiß, ihr kennt das von mir, macht das eigentlich nicht so gerne, aber wenn ich hier drauf drücke, seht ihr das? Sie dreht sich immer wieder ein bisschen. Zack. Das ist krass. Mhm. Und bei der alten hat sie sich dann wirklich mitgedreht. Hier bleibt sie auf dem Tisch. Wenn sie anläuft, macht sie einmal so. Genau. Jetzt je nach Tisch macht sie dann wirklich eine Drehung und bewegt sich hier nach rüber. Ja. Je nach Tisch und je nachdem, wie man halt auch ein bisschen Kaffee unter den Füßen hat, dann verliert das ein bisschen den Grip. Und dann jedes Mal, wenn man drückt, ja. Seht ihr das? Das ist aber was auch schön ist, sie kommt wieder zurück. Sie kommt wieder zurück. Also das bei der wirklich besser gelöst. Aber es ist immer so, sie dreht trotzdem ein bisschen. Also wenn man das 10-mal macht, hat man sie ein bisschen gedreht. Mich würde das nerven, wenn ich immer wieder die Mühle gerade stellen muss. Das ist abpass, riecht gut. Ja. Sollen wir mal einen trinken? Wir trinken mal einen und ich mache mal die Sauerei weg. Einfach einzustellen? War sehr einfach. Also das kann man schon mal vorwegnehmen. Das ist eine der Mühlen, wo man lustigerweise, obwohl dieses Rädchen klein ist,
immer wieder den Punkt findet. Mhm. Das ist unfassbar präzise. Mhm. Ich glaube, das, also ich habe die Zahlen nicht so genau im Kopf, aber so präzise hatten wir es, glaube ich, bei keiner. Du meinst bei den anderen? Hier haben wir jetzt zweimal das gleiche Hauptpeak, ne? Ja. Das ist schon, also zwischen Test 4 und Test 7 und auch im Test 3 war es auch fast das gleiche, also was Hauptpeak angeht. Ich finde sie auch super, super angenehm zum Einstellen. Und ich finde, durch der Hauptpeak ist sehr schmal mit 225. Mhm. Und durch das finde ich die Säure schön. Säure ist schön, süß ist schön, ist gut balanciert, Textur ist angenehm. Aber das ist jetzt schon ein sehr guter Espresso. Also da gibt es eigentlich überhaupt nichts. Da gibt's nichts zu sagen. Nein. Also sensorisch. Espresso kann die Mühle. Ist wirklich, das ist geil. Das ist echt cool. Man findet den Punkt wieder. Ihr könnt ein Büchlein führen und sagen. Es widerspricht ein bisschen unserer Eureka-Bashing-These. Also nicht Bashing, habe ich jetzt schlecht gesagt, sondern dem, dass wir gesagt haben, eigentlich geht es nicht um Eureka, aber die Eureka hat ja bei vielen Mühlen so ein mini kleines Rad. Übrigens, also die Eureka Minion-Serie, muss man sagen. Hier am Rand übrigens gleiche Seite. Und es ist super schwer, da wieder auf den gleichen Punkt zu kommen, weil dieses Rad so klein ist. Und hier ist das untere Rad auch sehr klein. Ja. Die Zahlanzeige eigentlich. Oben, das ist jetzt ein bisschen angenehmer zu drehen. Ja. Und offensichtlich macht es das schon aus. Also wir sind jetzt hier... Oder einfach halt die Übersetzung nach unten. Ja, also oder die ist dann rastert immer auf der gleichen Stelle ein, aber sie ist stufenlos. Es ist stufenlos. Also das ist wirklich... Also Partikelverteilung... Sehr gut. Voll vorne mit dabei. Feinsanteil mit 21,1%. Auch niedrig. Niedrig. Mhm. Wirklich gut. Einstellbarkeit, Wiederfindbarkeit des Mahlgrads. Top. Mhm. Da gibt es keinen anderen Begriff. So. Ja, Punkt. Schön. Nee, finde ich auch echt auffällig. Und es ist auch schön, wenn es sich dann so zeigt. Ja. Das tut immer auch gut, ne? Wenn du dann so die Daten hast und dann trinkst du einen Espresso und dann passt es so zusammen und ist dann an der Stelle auch einfach konstant in der Wahrnehmung, im Erleben. Cool, ja. Ich glaube, wir haben jetzt recht zügig den Espresso abgehandelt. Ja. Und wir haben die Partikeldaten durchgesprochen, die Partikelkurven, die wir ja immer noch als weiteres Merkmal dazu auch messen. Ihr findet das auch nochmal unten im Blogbeitrag. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie die Partikelkurven aussehen, dann schaut es euch doch an. Im Gesamtblogbeitrag haben wir nochmal genauer ein bisschen beschrieben, was das eigentlich bedeutet, was so die Auswirkungen sind. Oder auch in unserem Startvideo, wo wir die ganze Serie quasi eröffnen. Michel, das ist so auch das Wesentliche, was wir gesagt haben oder was wir zu sagen haben. Über die Bedienbarkeit hast du schon ein bisschen gesprochen. Ja. Jetzt in Verbindung mit dieser Einstellmöglichkeit würde ich sagen, die ist auch auf jeden Fall gut. Die Bedienbarkeit. Ja, die ist gut. Mich nervt ein bisschen das Display. Das stört, aber das ist so, wie, du hast das vorher schön gesagt, wir haben einfach heute ein anderes Anforderungsprofil. Mhm. Und das Gleiche ist ja im Bereich Totraum. Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, 10 Gramm Totraum, hätte ich gesagt, nee, komm. Nee, das ist schon viel. Ich hätt die meisten Mühlen eingeschätzt irgendwo zwischen 5 damals, und 7 Gramm. Damals, als du noch im Außendienst warst, da, für damals die besagte Rösterei, da hast du gesagt, 10 Gramm sind nicht so viel. Das lag nee, da habe ich aber auch gesagt, 10 Gramm, ja, kannst du wieder brauchen, kein Problem. Da wusste ich noch nicht besser. Und ja, das ist halt so, ich bin so ein bisschen gespalten. Ja. Wirklich, weil das, was rauskommt und das, wie ich sie einstelle und wie es nachher schmeckt, das macht mega Spaß. Mhm. Und dann sind aber diese zwei, drei kleinen Sachen, die mich stören. Ich finde den Preis ordentlich, obwohl sie wirklich gut verbaut ist. Ich finde, die Aufhängung ist halt klassisch, wie man das früher von den Matzern kennt, meines Wissens nach, war das die Matzer. Also es ist wirklich eine Aufhängung, die man auch aufhängen genau, nennen kann. Genau. Im Übrigen noch wichtig, die sowohl funktioniert für Siebträger, die den Auslauf nach hinten und nach vorne haben. Ja, das ist völlig irrelevant. Es ist sehr präzise, es ist ein schöner Kegel. Das ist natürlich diesem Becher vorne geschuldet. Und dann habe ich eben die andere Seite mit dieses Drehen,
solange sie am Ort und Stelle bleibt, je nach Tisch, was ihr habt, ist alles gut. Wenn sie dann mitredet, finde ich es ein bisschen doof. Und dieses Display, was einfach reduziert. Also eigentlich ist ganz, ganz viel richtig gemacht und so ein Marathon gerannt und bei 5 Meter vorm Ziel einmal kurz Pause gemacht und dann weitergelaufen. Mir geht es so bei diesen Mühlen, jetzt in dieser höheren Preisklasse, es reicht mir persönlich nicht, wenn die Mühlen insbesondere schneller werden. Mhm. Und die Temperatur unten bleibt. Das ist natürlich wichtig als Kriterium, aber das ist es. Die hat jetzt hier noch zusätzlich eine gute Partikelverteilungskurve. Das können wir auf jeden Fall auch noch mit dazu festhalten. Aber die Totraumperformance ist für mich einfach nicht angemessen, um jetzt zu sagen, das ist eine Mühle für zu Hause. Und zu sagen, das ist eine Mühle für einen anderen, professionelleren Kontext, zum Beispiel eine Gastronomie oder ein Café, ein kleines Restaurant, euer Fahrradclub oder whatever. Finde ich, kann ich auch nicht wirklich sagen. So, und da, deswegen ist das so eine Dazwischenmühle. Ja. Sie sucht sich noch den Markt. Nein, ja, sie hat ja einen Markt, aber wenn ich jetzt mehr ausgebe, dann möchte ich nicht, dass sie nur an der Geschwindigkeitsebene im Wesentlichen nach oben oder besser wird, sondern dass sich das auch auf die anderen Dinge dann ausprägt und zeigt. Und das tut sie jetzt hier nicht. Ja. So ist mein Eindruck. Aber ich bin auch ganz gespannt, sie jetzt neben den anderen Mühlen anzuschauen. Und wir haben ja auch noch diesen krassen Kontext von einer Mühle, die nochmal 1000 Stutz mehr kostet. Ja. Und das ist sicherlich auch interessant. Wie macht diese Mühle das dann? Ja. Ist die da deutlich besser oder gelingt es da eben auch nicht? Und dann haben wir so eine interessante Symptomatik. Aber lass uns das in dem Vergleich anschauen. Ja. Diese teureren Mühlen zusammennehmen, dann auch nochmal sensorisch gemeinsam gucken. Dann auch nochmal gucken, wie ist sie eigentlich für Filterkaffee. Und dann haben wir ein rundes Bild. Und bis dahin, schön, dass ihr hier seid. Wenn ihr noch mehr zwischendurch von uns erfahren wollt, schaut doch auch bei Instagram oder Facebook vorbei oder in unserer Kaffeegruppe bei Facebook. Da tauschen sich viele aus der Community untereinander aus. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr Kommentare unter unsere Videos schreibt, unter dieses Video, wie jetzt diese Mühle bei euch performt, ob ihr noch Fragen habt, ob wir was vergessen haben. Das macht das Ganze hier lebendig und lustig und ja, Austausch ist super. Wir freuen uns drauf und sagen jetzt Tschüss und bis bald.